Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Eiskönigin 2 von Disney. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Die Eiskönigin 2 von Disney, das Ganze am 13. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film-Soundtrack. Jawohl. Es ist eine Fanbox zu dem Soundtrack des Films. Der Film Die Eiskönigin 2 ist ja mittlerweile im Kino und zu der Musik zu dem Film, also zu dem Soundtrack, gab es dann eine Fanbox. Wir haben hier einen Sticker und hier lesen wir Fanbox mit. Dann haben wir hier den Inhalt der Box aufgelistet. Special Geschenk Edition des deutschen Soundtracks. Zwei CDs, Poster, Ausmalbilder, Sticker, englischer Original-Soundtrack, eine CD, Olaf Plüsch, 20 cm sowie zwei Fensterbilder. Okay, also das alles erwartet uns in dieser Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, und dann haben wir hier das Cover mit den Hauptdarstellern, mit den Hauptcharakteren des Films. Also hier natürlich Anna, Elsa, Olaf und Co. Hier unten lesen wir dann Disney, die Eiskönigin 2, also römisch 2. Das Ganze ist eine quadratische Box, relativ hoch, hier unten in Violett gehalten. Auf der rechten Seite lesen wir dann wieder die Eiskönigin 2 Fanbox. Sieht so aus wie ein Herbstwald, so mit Laub auf dem Boden. Oben dann auch wieder in lila und beschriftet. Und auf der linken Seite auch wieder hier so eine malerische Landschaft mit Beschriftung. Auf der Rückseite ist das Ganze recht schlicht gehalten. Wir lesen hier einfach wieder den Titel. Und dann haben wir hier die Beteiligten und einen Barcode. So, das Ganze ist dann hier zu öffnen. Allerdings ist das hier, man kann es sehen, noch zugeklebt. Dann werden wir diesen kleinen Sticker hier mal entfernen, der das hier versiegelt. Das ist gar nicht so einfach. Aber jetzt. So, auf der anderen Seite nicht. Der Deckel ist also nicht abnehmbar, sondern zum Aufklappen. Jawohl. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal den Plüsch-Olaf. Dann haben wir hier eins, zwei Sticker. Das Album an sich, in diesem Fall der englische Soundtrack. Und natürlich diese Deluxe-Variante des deutschen Soundtracks. So, von innen die Box in Weiß. Packen wir das Ganze mal zur Seite. Und nachdem die beiden Alben hier noch in Folie sind, werden wir das mal aufschneiden. So, am besten hier an der Schweißnaht, das bietet sich immer gut an. Und hier ebenso. Gut. So, bevor wir die Folie abnehmen, nochmal ganz kurz. Hier sind auch noch zwei Sticker drauf. Und zwar einmal hier und hier auch. Also, wir lesen hier Featuring. Featuring Into the Unknown, performed by Panic at the Disco. All is Found, performed by Casey Musgraves. And Lost in the Woods, performed by Weezer. Plus All New Songs, performed by The Frozen 2 Cast. Okay, also das sind so die bekanntesten Lieder, die man hier so mit draufgepackt hat, die dann hier natürlich auch dabei sind. Dann schauen wir mal, dass wir die Folie hier abbekommen. Jawohl. Und die deutsche Variante ist etwas umfangreicher, denn wir haben es hier zu tun mit der Special Geschenk Edition. Also, die Sachen sind ja alle mit dabei. Zwei CD inklusive 5 Postkarten, 4 Sticker und einem exklusiven Poster. Und dann haben wir noch die anderen Infos zu den einzelnen Tracks. Machen wir auch mal ab. Und dann würde ich sagen, wir starten gleich mit der deutschen Variante. Das Ganze kommt hier in einem Pappschuber. So sieht das aus. Das Cover kennen wir ja schon von der Box. Hier lesen wir dann noch
Original Songs von Kristen Anderson Lopez und Robert Lopez. Die haben ja auch den ersten Teil gemacht damals, also den Soundtrack. Und dann lesen wir hier noch Special Geschenk Edition. Zwei CDs mit dem Originalfilm-Soundtrack und den Instrumentalversionen. So, da ist der Inhalt. Jetzt ist das Ding leer. So sieht das auf der Rückseite aus. Wir haben hier die Tracklist. 12 Stück sind hier drauf auf der deutschen Originalfilm-Soundtrack-CD. Und dann haben wir CD2 noch mit den Instrumentalversionen. Das sind in diesem Fall dann 11 Stück. Und hier seht ihr dann die Interpreten, die hier das Ganze gesungen haben. Unter anderem ein Song hier von Habe Kerkeling und auch von Mark Forster. Instrumentals ist klar, also ohne die Vocalspuren, ohne die Gesangsspuren, einfach nur Musik. Hier haben wir dann noch einen Barcode. So sieht das dann noch von der Seite aus, wenn man sich's ins Regal stellen möchte. So, hier haben wir unter anderem natürlich diverse zusätzliche Inhalte, aber jetzt geht es mal um das Album. So sieht das aus, kommt in einem regulären Jewel Case. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir dann hier auch wieder die gesamte Tracklist. Also 12 plus 11, 12 reguläre und 11 Instrumentalvarianten. Und auch hier wieder Beteiligte und Barcode. Dann schauen wir hinein. Es ist ein richtiges Booklet. Eventuell haben wir hier die Lyrics mit drin. Wir schauen mal. Jawohl, genau das, was ich erwartet habe. Einerseits Fotos aus dem Film und dann haben wir hier die Lyrics zu jedem Song. Plus natürlich der Info darunter, wer das Ganze gesungen hat und von wem die Musik stammt. Jawohl. Also, hier hat man dann schöne Fotos und wunderbar die einzelnen Lieder im Detail nochmal. Wer hat hier gesungen und speziell eben die ganzen Texte. Ja, und das ist auch hier gut aufgeteilt, dass man einfach weiß, welcher Text kommt hier von wem. Also die Stimme, Elsa und die Stimme, also je nachdem kann man das natürlich dann auch mit verteilten Rollen lesen oder nachsingen. So, ein sehr dickes Booklet, das natürlich hauptsächlich durch die Lyrics so dick ist. Jawohl, hier dann noch weitere Fotos, weitere Lyrics. Sehr schön. Und zum Abschluss dann noch die Credits zum Album. Jawohl. Gut, dann packen wir das Booklet wieder zurück. Wir kommen zur CD. Die sieht so aus, in Schwarz und Silber. Es glitzert hier richtig. Ich hoffe, man kann das sehen. Jawohl. So sieht das aus. Oben so der Eiskristall. Und dann haben wir noch eine zweite CD auf der Rückseite. Mal kurz schauen. Nein, nicht. Dann machen wir es hier auf. Gar nicht so einfach. So, aber jetzt die zweite CD, die beinhaltet, wie gesagt, die Instrumentals. Und die ist dann hier in einem Silber und Pink. Jawohl. So, dann packen wir auch die CD2 wieder zurück. So sieht dann das aus. Hier haben wir auch wieder diese Waldlandschaft. Aber damit nicht genug. Wir haben noch weitere Inhalte hier mit dabei. Und zwar haben wir hier vier solche Kärtchen, beziehungsweise da kommen noch mehr. Fünf Kärtchen. Also fünf solche Postkarten, die man natürlich, wenn man möchte, verschicken kann. Oder aber auch einfach zu Hause aufhängen kann mit den einzelnen Charakteren des Films. Hier haben wir alle mit dabei. Und hier dann noch eine Panoramaaufnahme, wo wir alle fünf hintereinander laufen haben. Also fünf dieser quadratischen Postkarten. Beziehungsweise die letzte, ja, die letzte ist jetzt nicht so, ah doch, aber ist nur im Querformat. Also fünfmal. Dann haben wir ein Poster mit dabei. Das sieht so aus im Hochformat. Wir haben hier wieder die fünf Personen und darunter die Eiskönigin 2. Das Ganze ist einseitig bedruckt, wie gesagt, im Hochformat. Und Sticker haben wir dann auch noch vier Stück mit diversen Zitaten. Wenn ich erst groß bin, wo noch niemand war, der nächste Schritt
und Verlassen im Wald. Also vier Sticker und die sind alle dreieckig, zwei davon in blau-weiß und eine, nein, zwei in so lila-violett. So, damit nicht genug. Wir haben auch noch mit dabei die englische Variante, also der englische, der originale Soundtrack. Hier oben lesen wir Original Motion Picture Soundtrack. Das Ganze kommt auch wieder in einem regulären Jewelcase. So sieht das aus. Auf der Rückseite 11 Stück. Also zusätzlich zu den schon bekannten. Wir haben 12, 11 und nochmal 11. Das sind dann insgesamt 34 Tracks, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. So, das Booklet ist wie auch das Deutsche gestaltet. Also wir haben hier auch wieder die gleichen Bilder mit drin. Und die Lyrics sind hier natürlich auch mit dabei, aber natürlich in Englisch. Sehr schön. Zum Abschluss dann hier auch wieder die Credits. Also von der Gestaltung her genau wie das Deutsche, nur eben sprachlich abgewandelt. Das ist natürlich klar. Die CD dann in Schwarz und Silber. Was man hier allerdings jetzt schon hat, also hier hat man jetzt keine Instrumentals. Macht ja aber auch Sinn, weil die Beats bzw. die Musik ist ja die gleiche. Bedeutet, wenn man jetzt hier auch noch die Instrumentals reingepackt hätte, dann wäre das doppelt und somit einmal vollkommen ausreichend. Dann haben wir noch mit dabei zwei Sachen, die ich am Anfang als Sticker gedeutet hätte. Aber es sind dann tatsächlich diese Fensterbilder. Einmal hier Anna und Elsa und einmal hier Olaf. Und die sind dann, hier kann man die Konturen erkennen, die löst man dann hier so raus und sind dann entsprechend der Form. Also es ist nicht quadratisch, sondern man hat dann hier wirklich nur rund um die Konturen von Olaf bzw. von den beiden Damen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch, wo wir gerade beim Thema sind, Olaf, der kleine Schneemann, der hier als Plüschfigur mit dabei liegt. Wir haben hier noch so ein kleines Etikett, das an ihm dranhängt. So, bitte bewahren Sie diesen Hinweis. Okay. Wir haben es hier zu tun. Material kann ich jetzt gar nicht hier lesen. Also steht hier nichts. Made in China. Grüße gehen raus. Das Ganze ist von der Simba Toys GmbH. Und ansonsten New Olaf Plush. Jawohl. Gut. Also ich glaube, ich schätze mal, dass man den auch regulär kaufen kann. Aber hier liegt er eben in der Box bei. Eventuell haben wir hier noch was zum Material. Nein, da steht auch wieder nur Disney und Simba Toys. Und hier steht noch Wasch- bzw. Pflegehinweise. Ja, der ist so ungefähr, wenn man die Box nochmal hernimmt, so groß wie die Box. Und ganz klassisch eben gestaltet. Einfach Olaf. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Plüsch-Olaf. Dann haben wir die vier Sticker hier mit den Sprüchen. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Diese beiden Fenstersticker, diese Fensterbilder. Ups, Olaf macht einen Abgang. Dann haben wir die Postkarten, 5 Stück an der Zahl. Sowie natürlich das Album, der deutsche Soundtrack inklusive Instrumentals. Das Ganze kommt in einer Papphülle, in einem Pappschuber und der englische Soundtrack mit ebenfalls 11 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, die Eiskönigin 2, der Soundtrack zum Film. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. von der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die Eiskönigin 2 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.